Damit willkommen zurück. Warum ist die Leiche hier oben, Alter? Ich dachte, ich hätte sie hier gerade verprügelt. Ja, aller Anschein halt wohl nicht. Ach komm, nehmen wir den Taxi. Boah, ich hätte gerade richtig Bock, diese Scheiße zu machen. Alter, das Auto rutscht unendlich lang. Na, ja, bist du sauer? Oh, Boże. So, Roman. Schnell. Bevor ich noch mehr Scheiße baue. Nico, as you are my cousin, I want you to use family business how you like. Anytime you want cab, you call. Thank you, cousin. That could be very useful in this city. Ja, ich kann Taxi fahren. Gerade in ein Taxi sitzend. Headed to town. I don't give a fuck if the bridge is busy. You're a cab driver. Hey. Hello, Roman Bellic Enterprises. No, Mr. Bellic is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yes, I'll tell him. Car 7, head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? Hello, Roman Bellic's office. Shit, fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on Oneida Avenue in South Slopes. Nico, man, we should talk sometime. I'm a good listener. Whatever, man. Mohammed, what the fuck? Oh, Miss Weinstock. No, no, not you. What can I do for you today? Oh God. Was zum Teufel, wie der Taxi noch einmal hier drin ist? Ich glaube, ihr seid falsch. Okay. Raste richtig aus. English, motherfucker, do you speak it? Vielleicht was. So, Little Jake, was haben wir abfuhr? Mit dem Taxi. Merkt. Bisschen Licht. So. Stimmt, Fernlicht gibt's ja nicht. Ist das düster. Na komm, schnell, lauf. So. Ab nach Schottler. Wo auch immer das ist, aber ich weiß es trotzdem. GPS war live. Yo, Nico. The one man Roman been talking about all this time. Cousin Nico. Gonna help Roman take over the world and think. I guess so. Respect, alright, alright. We're going to the spot where I needed to wait for it. See? I gotta ask you another favor too. Go for it. Can you take this piece? Hear anything bad going down? You come and help, sight? Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Realness, brother. You're my man Roman's cousin. Thanks, respect. This rascal that I rock is with my bridging real bad man the other day. I want to make peace, but John know what type of shit they might pull off. Okay, dann helfe ich dir. Alright, there be the spot up there. Watch out for any badness. Sure. Einfach weil du einen coolen Akzent hast, ey. Pistole ausgewählt. Hab ich schon gemacht. Jetzt?
Coptic-Style, Alter. Yep, er ist kein Western-Spion. Er hat die Ferse auf dem Boden. Okay. Fällt dir überhaupt nicht auf. What's this? I know there's only gonna be one of you is coming. Jacob, Jacob, Jacob. We have to teach a bad man his lesson and thing. Shit, Nico, get this blood girl. Boah, du musst ihn, find ich. Ja. Sorry, dass ich euch alle instant gekillt habe, teilweise mit einer Kugel. So, das Tutorial, Alter. There be another one, Nico. Check him. Da. Ja. Okay, ich nehme mich. Sorry for Magadog, turn around, bite you. Come here back home, bro, cafe. Schnell, 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 schnell. Ich will, gib mir deine Waffen. A real creation, Stepanico. Righteous with that piece. I have had much experience. I think we can do some work together, auntie. In the future, you know? I am always looking for work. If it pays. Here's my number. Make we link up soon. Okay. Ich hab den noch nicht mal angefahren. Aber berührt. Thanks for everything. You can keep the peace. I think you know if you use it better than I and I do. One love. Yeah, music and everything alright. Hey, we Rasta. And I need to talk. Make we do it. Nun, ich wurde gerade verarscht und bla 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 und sonst was. Na gut, Roman ist zufrieden. Jetzt wird mich jemand anrufen, weil ich irgendwie keine Mission gerade auf der Karte sehe. So. Roman. I took Jacob where he wanted to go. Driving for you ain't as boring as I thought it would be. Jacob is a good man. Watching glue dry with Jacob would not be boring. Thank you, cousin. Gut. Da wir gerade hier sind, zeige ich euch, wie man die Schaukel hier aktiviert. Man muss... Und so macht man das, noch bevor ich überhaupt ein zweites Wort rauskriege. What the fuck, Alter? Es geht nämlich darum, das was verbuggt ist, ist nämlich diese Kette, die da jetzt schwingt. Die Kette ist scheinbar in dieses Objekt da drüber zu tief drinne. Und das ist normalerweise der Hauptgrund, weswegen halt solche Sachen stuck und dann immer wegglitschen. Aber jetzt, wo ist mein Auto? Das Einzige, was die Schaukel halt hält, ist halt der Ruhezustand. Yo, Nico! Wagwan! Alright, you know, getting by. Yo, we need your help with something, you know? Will you come on my place at Dillon Street? Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Das ist, da ist halt, dass dieser Sitz den Ruhezustand verursacht. Sobald man aber den antippt, dann kommt es in Bewegung und dann... Insurance will pay. Aber na gut. Es gibt noch eine zweite Schaukel, die verbuggt ist. Allerdings müsste ich nochmal gucken, genau wo. Übrigens auch einer Schaukel. Übrigens, für die, die es vielleicht nicht aufgefallen ist, wieso gibt es Spielplätze, aber keine Kinder? In der ganzen Stadt kein einzigen Kind. Allerdings macht das wahrscheinlich auch Sinn, sonst wäre das Game wahrscheinlich auf der ganzen Welt verboten. Gerade ein Spiel wie Format wie GTA, wo wirklich so viele Details drin sind, alles verarscht wird und so weiter und so weiter. I was wondering if you could start to help your cousin with the family business. I thought all I'd been doing since I got here was helping you out. You have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. Okay, then. There are always more customers. So, ich wollte eigentlich Waffe wegpacken. What the fucking fuck? Ich kann jetzt Taxifahrer spielen. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes machen soll. Aber wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Playlist sehen. Dann habe ich mich auch entschieden.